Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fasler und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Beim Vlog nehme ich euch meine komplette Woche mit, was ich so als Reseller erledige. Und zum Anfang würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke anschaltet, weil so verpasst ihr keine neuen Vlogs mehr. So, meine Freunde, für mich geht es jetzt einmal zum Maklerin. Ihr wisst ja, dass ich meine Eigentumswohnung diesmal vermieten lasse. Das übernehme ich zum Beispiel nicht persönlich. Also in den letzten Jahren habe ich das Ganze gemacht und jetzt habe ich einen ganz guten Deal aushandeln können. Also die Maklerin hat uns ja sozusagen dieses Haus hier beschafft, wo auch der Shop drinnen ist. Und dann habe ich halt im Anschluss einfach gesagt, okay, ich hätte noch eine Eigentumswohnung, die müsste dann noch einmal vermietet werden. Und so habe ich echt einen richtig guten Preis bekommen. Und so kann ich das Ganze dann einmal outsourcen und habe damit keinen Stress, neue Mieter zu finden. Und danach geht es einmal für mich zur Poststation. Da ist jetzt ein Paket gelandet. Ich war gefühlt jahrelang jetzt nicht mehr selber bei der Post, wenn dann nur bei Paketstationen und Co. Aber da ist jetzt irgendwie ein Paket gelandet. Ich schätze mal, dass es die Bushido-Alben sind, dass die halt einfach meinen Ausweis brauchen, weil die Sony Black-Alben sind ab 18. So, Freunde, das war jetzt der komplette Fehlschlag. Paket ist wieder zurückgegangen und ich habe die Maklerin nicht angetroffen. Ja, jetzt habe ich einfach einen Rückruf vereinbart und ja, ich habe gedacht, ich kann das spontan machen, aber anscheinend war die schon unterwegs. Ist ja völlig verständlich, dass Maklerinnen und Co. mehrere Objekte haben. Und ja, jetzt gucke ich einfach mal, was ich so mache. So, meine Freunde, zweiter Versuch. Heute habe ich nochmal freigenommen, um Gewerbe abzumelden, um wieder umzumelden. Ich bin ja in die Stadt jetzt wieder gezogen und ihr wisst ja, dass ich da einen Shop eröffnen möchte. Und ja, die ganzen Pakete, die ich jetzt so über den Umzug nicht erhalten habe, die gehen natürlich an solche Paketstationen. Und ja, die holen wir jetzt zusammen ab und dann gibt es dann auch nochmal ein Update zum Streaming-Setup. Also ich habe jetzt die ein oder andere Cam mehr und es wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also checkt mich gerne auf Twitch ab, wenn ihr Bock drauf habt. Da bin ich jeden Tag online ab 20 über 30. So, Freunde, die neue Webcam ist einmal installiert und so werdet ihr mich dann auch live auf Twitch sehen. Ich versuche das Ganze so lange wie möglich zu machen. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei und guckt dann in die Shopcam. Ich heiße auf Twitch Fasler. Und hier werde ich dann auch den ganzen Tag arbeiten. Nicht wundern, Freunde. Ihr seht hier einen schwarzen Vorhang an der rechten Seite. Den ziehe ich immer davor, sodass ich hier zum Beispiel einmal meinen Arbeitsbereich habe und der Shop erstmal hier vorne stattfinden wird. Also dass auch Leute mich diesbezüglich hier besuchen können und deswegen die Abtrennung, weil da hinten einfach noch es wie Lager aussieht und es auch natürlich derzeit ein Lager ist. Ist ja völlig verständlich. Durch Corona-Morona müsst ihr euch so vorstellen, da gibt es einige Einschränkungen und Co., die man beachten muss, um ein Ladengeschäft zu eröffnen. Und deswegen jetzt erstmal die Lösung. Ich werde das Ganze abwarten, bis die Situation sich mit Corona auf jeden Fall beruhigt hat, sodass ich auch eine große Eröffnungsfeier hier einmal planen kann, dass halt auch viele Leute mich besuchen kommen können, weil jetzt würde es so aussehen, wenn ich diesen Laden jetzt schon eröffnen würde, dürfte mich nur immer eine Person besuchen, also hier in den Raum zusätzlich mit mir. Und nicht wundern, es werden hier noch einige Veränderungen in nächster Zeit kommen, wie zum Beispiel diese Lampe, wenn man das überhaupt als Lampe bezeichnen kann, kommt weg und im Hintergrund wird natürlich auch einmal aufgeräumt. Ihr seht hier an der Seite zwei Schwerlastregale, die werden da hinten auch nochmal integriert. Und ja, so sieht es derzeit aus, also ein geordnetes Chaos. Und jetzt erfolgt dann dieser Umbau Stück für Stück, aber der Hauptfokus, Freunde, bleibt weiterhin erstmal wegen Corona auf online. Guten Morgen, Freunde. Für mich geht es jetzt einmal auf eine Haushaltsauflösung. Also sprich, ein kompletter Haushalt wird aufgelöst. Da soll es angeblich auch Spielzeug geben, Möbel und Co. Auf Möbel bin ich ja jetzt nicht spezialisiert, aber natürlich auf Spielzeug. Und da werde ich einfach mal schauen, ob ich was bekomme. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Und hier ist es absolut regnerisch, wie man sieht. Ein richtig ungemütliches Wetter. Und ich bin gespannt, wann es mal wieder schöner wird, sodass dann auch wieder Flohmärkte sind.
So, Freunde, ich war jetzt gerade eben auf der Haushaltsauflösung und ich muss gestehen, dass die Produkte echt ziemlich, ziemlich teuer waren. Ich habe jetzt hier so eine Maßdose mitgenommen in einem Vintage-Style. Da weiß ich auch nicht, ob das eine etwas neuere ist. Und dann auch nochmal zwei größere Würfel, also aus Stein. Das sah schon ziemlich cool aus. Für die zwei Würfel habe ich 2,50 Euro bezahlt und die Dose habe ich geschenkt bekommen. Und ich bin gespannt, für wie viel ich die losbekomme. Danach ging es für mich noch einmal in den Second-Hand-Shop und hier habe ich ein verschweißtes Ravensburger Puzzle gefunden. Also das war komplett neu. Glaubt mir, Freunde, wenn ihr im Second-Hand-Shop oder auf dem Flohmarkt seid, nehmt verschweißte Ravensburger Puzzle mit. Warum? Weil man dafür echt gute Preise bekommt im Internet. Hier sieht man, dass es 4,50 Euro gekostet hätte, aber bei den Second-Hand-Shop kriege ich ab und an auch mal wieder einen Rabatt, also sprich einen Mengenrabatt, weil ich da einfach sehr viel einkaufe. Unterm Strich habe ich für das Puzzle 3 Euro bezahlt und im Netz geht es so circa für 15 bis 20 Euro weg. Hier habe ich dann auch nochmal eine Tasse gefunden, nämlich von SheepWorld. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass SheepWorld-Tassen, ob jetzt gebraucht oder neu, auch gut im Resale gehen und die konnte ich einfach nicht liegen lassen. Und dann haben wir noch eine Tasse von Hello Kitty. Diese Tasse habe ich auch schon mal erfolgreich verkauft gehabt, so circa für 12,99 Euro inklusive Versand. Und da sage ich nicht nein zu. Die zwei Tassen haben mich unterm Strich 1 Euro gekostet und ihr seht, diesmal war die Ausbeute im Second-Hand-Shop überhaupt nicht gut, deswegen bin ich dann auch nochmal in ein Technikgeschäft. Generell schaue ich nicht bei den PC-Spielen nach, ob da was im Angebot ist. Ich habe einfach diesmal gar nichts gefunden gehabt und da hat mich fast der Schlag getroffen. Also wir haben hier einen Microsoft Flight Simulator in der Standard-Edition auf 30 Euro runtergesetzt und im Netz geht dieser so circa für 50 bis auch 60 Euro, in der Spitze auch ab und an mal 70 Euro weg und das schmeckt auf jeden Fall. Und das war's auch schon wieder mit diesem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und eure Meinung einmal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Vlog. Haut rein!